Hey Leute, was geht ab? Heute gibt's wieder ein kleines Duell. Im letzten Video, in dem Video Lego Ninjago Duell Gut gegen Böse, habe ich euch ja gefragt, ob ihr weitere Vorschläge für weitere Duelle habt. Und es gab ziemlich viele coole Ideen, davon werde ich auch nach und nach einige umsetzen. Und anfangen möchte ich heute mal mit dem Vorschlag von Annes Annes. Du hast geschrieben, es wäre ziemlich cool, wenn die bösen Ultrakarten aus Nexo Knights gegen die bösen Ultrakarten aus Lego Ninjago Serie 1 und 2 oder eins von beiden antreten würden. Und das ist eine ziemlich coole Idee, weil so können wir zusammen herausfinden, welche Bösewichte am bösesten sind, also die von Nexo Knights oder die von Ninjago. Und du hast ja geschrieben aus Serie 1 und 2 oder eins von beiden. Ich habe mir jetzt die Serie 1 ausgesucht. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil bei Nexo Knights gibt es insgesamt 10 Ultrakarten und davon eben 5 Bösewichte. Und bei der Serie 1 gibt es auch 10 Ultrakarten mit eben 5 Bösewichten. Bei Serie 2 wären schon 12 Ultras mit eben 6 Bösewichten und da würde halt eine Karte übrig bleiben. So geht es heute auf. Wir machen insgesamt 5 Duelle, also wir haben 5 Karten auf beiden Seiten. Und bevor wir anfangen, wie gesagt, ich werde noch die ein oder andere Idee umsetzen. Es gibt aber auch einige Vorschläge, die zwar cool sind, die ich aber leider nicht umsetzen kann. Zum Beispiel von Jan Luca. Du hast ja geschrieben, dass ich die Limis von Serie 1 gegen Serie 2 antreten lassen soll. Das Problem ist halt nur, dass ich von Serie 1 bloß eine Limi habe und die anderen mir zu teuer sind, die zu kaufen, weil die halt recht rar sind oder so und ziemlich teuer gehandelt werden bei eBay und Konsorten. Also solche Vorschläge sind zwar cool, kann ich nur leider nicht umsetzen, aber es gibt trotzdem noch ein paar andere Vorschläge, die ich nach und nach dann umsetzen würde. Und wenn ihr heute natürlich auch weitere Vorschläge habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Gut, und jetzt schauen wir uns mal die Karten an, die heute gegeneinander antreten werden. Wie gesagt, hier die Bösewichte von Ninjago Serie 1. Hier geht's los mit Ultra Garmadon, dann haben wir Ultra Meister Chen. Ultra böser grüner Ninja, eine richtig coole Karte. Ihr könnt ja auch schon die Werte alle sehen. Ultra Nadakan und das Ultra böse. Das sind mal die 5 Karten, die für Ninjago ins Rennen gehen. Ich werde die natürlich auch gleich mischen. Und hier auf der anderen Seite haben wir eben die Nexo Knights. Angefangen hier mit Ultra Chestro. Dann kommt Ultra Burnsy, Ultra Lavaria, Ultra Vaporella. Und zu guter Letzt noch Ultra Sparks, also auch ebenfalls 5 Karten. Das sind die Karten auf der Seite der Nexo Knights. Noch kurz zu den Regeln. Falls ihr schon mal eins der Duelle gesehen habt, dann wisst ihr ja, wie das funktioniert. Also wir gehen heute wieder im Uhrzeigersinn rum. Die erste Runde wird im Tempo ausgetragen, da vergleichen wir eben die Tempowerte. Hier würde zum Beispiel Ultra Garmadon gewinnen, wenn wir jetzt einen in der zweiten Runde zum Beispiel den Angriffswert vergleichen würde, da würde dann Chestro gewinnen. Runde 3 wird der Powerwert verglichen, Runde 4 Abwehrwert und in der Runde 5 dann nochmal der Tempowert. Und der höchste Wert gewinnt dann und wer eben zum Schluss die meisten Punkte hat, ja, diese Seite ist dann böser als die andere Seite. Aber nimmt es hier alles nicht so ernst, also hier spielt natürlich Glück eine sehr, sehr große Rolle und es soll einfach nur Spaß machen und solange jeder Spaß hat, dann hat einfach jeder gewonnen. Gut, jetzt werde ich mal die Karten mischen und ich fange hier drüben mit Ninjago an. Okay, das war einmal die Ninjago-Seite, die lege ich gleich mal so hier hin. Heute brauchen wir ja nicht so viel Platz, weil wir ja bloß 5 Duelle machen. Und jetzt mische ich noch kurz die Nexo Knights. Gut, das war's dann mal und jetzt starten wir dann auch gleich mit Runde Nummer 1. Gut, los geht's, wie gesagt, in Runde Nummer 1. Vergleichen wir die Tempowerte und wir starten hier mit Ninjago. Da haben wir gleich Ultra Garmadon mit einem Tempowert von 92, der zweithöchste Wert auf der Karte. Das ist schon mal ziemlich stark. Wird schwierig für Nexo Knights. Schauen wir mal, wen wir auf der Seite der Nexo Knights haben. Oh, das ist aber Ultra Lavaria 98. Das ist sogar der stärkste Wert hier auf der Karte. Und dieser Punkt geht gleich mal an Nexo Knights. Es steht 1:0. Halt, so rum. Gut, weiter geht's mit Runde Nummer 2. Wir vergleichen den Angriffswert. Das war natürlich jetzt gerade ein sehr, sehr guter Punkt für Nexo Knights, will ich mal sagen. Hier haben wir die Karte Ultra böser grüner Ninja. Hier ist auch der zweitstärkste Wert im Angriff eben 91. Schauen wir mal, was Nexo Knights dagegen zu bieten hat.
Hier haben wir Ultra Sparks mit einem Wert von 66. Das ist jetzt zum Beispiel der schwächste Wert auf der Karte. Und das ist damit auch der Ausgleich. Es steht 1:1. Gut, Runde Nummer 3 und wir sind schon bei der Halbzeit, also das wird heute ja ein kurzes Duell, weil wie gesagt, es sind einfach nicht so viele Ultras dabei. Jetzt vergleichen wir den Powerwert und wir haben, das ist kein so guter Wert hier bei Ninjago. Das Ultraböse hat einen Powerwert von 59, leider der schwächste Wert auf der Karte, aber vielleicht finden wir bei Nexonites auch einen schlechten Wert, schauen wir mal. Nein, hier haben wir sogar den besten auf der Karte. Ultra Burnsy mit einem Powerwert von 102, wie gesagt, der stärkste Wert auf der Karte. Und damit geht Nexonites wieder 2:1 in Führung. Und damit kommen wir zur Runde Nummer 4. Wir vergleichen den Abwehrwert und wir starten hier wieder mit Ninjago. Hier haben wir die Karte Ultrameister Chen. Ein Abwehrwert von 104, der höchste Wert auf der Karte, das sollte doch der sichere Punkt sein. Der höchste Wert bei den Ultras ist 105, soweit ich weiß. Auf jeden Fall gibt's, glaube ich, ja, bis 105 gibt's die Werte. Und wir schauen mal, was Nexonites dagegen zu bieten hat. Mal schauen, vielleicht haben wir hier 105. Nein, hier haben wir aber Ultra Chestro. Er hat einen Wert von 67 in der Abwehr, leider der schwächste Wert auf der Karte. Aber dafür wird es recht spannend in der letzten Runde, weil das ist jetzt wieder der Ausgleich. Es steht 2:2. Und die letzte Karte oder die letzte Runde entscheidet. Und in der letzten Runde, Runde Nummer 5, vergleichen wir wieder den Tempowert. Und wir starten mit Ninjago. Welche Karte fehlt hier noch? Ultra Nadakan. Oh, ein Tempowert von 54. Das ist ziemlich schwach. Abwehr 103, Angriff 95. Richtig gut, aber Tempo 54. Schauen wir mal, wer fehlt uns denn hier bei Nexonites noch? Ultra Vipperella. Eine auch nicht so starke Karte. Mit einem Tempowert von 99, also eine Ultra, die unter 100 ja, Punkte oder ein Wert von unter 100 der stärkste Wert ist. Es reicht aber auf jeden Fall, um Ultra Nadakan zu schlagen. Und damit haben wir herausgefunden, welche Bösewichte am bösesten sind. Und zwar Nexonites oder die Bösewichte von Nexonites. Sie gewinnen dieses Duell mit 3:2. Gut, und hier sehen wir jetzt nochmal die Gewinnerkarten der einzelnen Seiten. Also heute waren die glücklicheren, die Nexonites. Sie gewinnen 3:2. Ich finde die Idee aber richtig cool. Also Anis, nochmal an dich. Das war eine coole Idee. Und ich hätte auch nochmal Lust, ein zweites Duell Böse gegen Böse zu machen. Vielleicht dann mit anderen Karten, also mit Superkarten oder mit Megakarten. Ich muss mal gucken, so dass ich halt ein paar mehr Runden machen kann. Ich muss zwar sagen, heute war es spannend, weil es immer hin und her ging, 1-0, 1-1, 2-1 und so weiter. Also es war schon spannend, aber vielleicht ein paar mehr Runden wäre schon cool gewesen. Und falls ihr nochmal so ein Duell sehen wollt, Böse gegen Böse, lasst einfach eine Bewertung da oder schreibt es in die Kommentare, dann werde ich es auf jeden Fall noch machen. Ich hätte Bock drauf, weil, ja, es ist eine coole Idee. Jetzt wissen wir schon mal, dass die Nexonites heute zumindest ein bisschen glücklicher und ein bisschen böser halt sind als die Bösewichte von Ninjago. Gut, das war's dann mal soweit von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.